Performance and Tech Tipps. Mein Name ist Jonathan Taylor von der Move Golf Academy in München. Heute möchte ich expandieren auf die letzte Ausgabe, wo wir über eine intuitive Beschleunigung gesprochen haben. Nochmals zu erinnern, die intuitive Beschleunigung des Golfschläges ist, wann ihr Unterbewusstsein entscheidet, jetzt will ich treffen und gebt Gas aus den Armen Hand. Wenn dieser Moment zu früh kommt, dann die Armen Hand blockieren die Rotation der Hüfte und Schulter. Es ist absolut notwendig, dass die Hüfte und Schulter nicht nur zum, aber an dem Ball vorbeidrehen, vor dass die Armen Hand eigentlich Gas geben. Wenn die das machen, dann habe ich tatsächlich Spannung in den Armen Hand und wesentlich mehr Kraft loszulassen auf den Golfball. So in der Tat, die Kunst eines guten Golfschwungs ist die Abwarten der Beschleunigung. Wie machen Sie das, wenn das eigentlich nur eine intuitive Sache sein soll? Also wir wissen von den Tour Professionals, dass es geht eigentlich eher über eine Vorstellungskraft. Die stellen sich vor einem Ballflug und weil die stellen sich vor einem Ballflug, die stellen sich unbewusst vor einen Abflugmoment. Die wissen, dass der Golfball fliegt erst ab, wenn der Golfschläger am Boden ist. Und dadurch, die warten diesen Moment ab. Da ist kein großer Hektik. Das ist der Grund, dass ein Golfschwung schaut so langsam aus. Weil in der Tat, den größten Teil, den Abschwung, macht die Hüfte und die Brust. Das kann sich gar nicht so schnell bewegen. Wenn diese Bewegung kommt, das passiert so schnell, dass sie nehmen das gar nicht wahr. Das bedeutet, sie müssen selber versuchen, diesen Abflugmoment vorzustellen. In ihrem Trockenschwung schauen, wie lange dauert es, bis ihr Schläger am Boden ist. Und wenn er am Boden ist, stellen Sie sich vor, dass ein Golfball getroffen wird. Auch eine imaginäre Vorstellung ist eine Schulung für Ihr Unterbewusstsein. Jedes Probeschwung zeigt Ihnen, wann der Golfball abfliegt. Und wenn Sie diesen Bild im Kopf haben, denken Sie an gar nichts anderes und weg damit. Auf der Driving Range ausprobieren. Nächstes Mal habe ich eine andere Lösung. Ciao.